In den letzten 20 Jahren gab es mehr Pricing-Innovationen als in den letzten 2000 Jahren. Das sagt der Mann, der es wissen muss, the Pricing Man himself, Professor Hermann Simon. Der Entdecker der Hidden Champions und auch selbst Gründer eines Weltmarktführers, Simon Kucher und Partner, globaler Champion in der Pricing-Beratung. Ich habe ihn gefragt, wie er die Zukunft des Pricing sieht und wie er Pricing als Faktor zur Zukunftssicherung einschätzt. Wir bringen mein Gespräch mit Professor Simon in mehreren Teilen, die alle in der Beschreibung verlinkt sind. Professor Simon, was haben Zukunftssicherheit und Pricing miteinander zu tun? Und wie entwickelt sich Ihr Spezialgebiet Pricing in Zukunft? Ja, Pricing und Zukunft hat eine Menge Verbindungen. Ich habe kürzlich einen kleinen Artikel geschrieben, 2 Seiten, die Zukunft des Pricing. Und das hat mehrere Aspekte. Der eine ist, was ist das Wichtigste am Pricing? Das ist der Kundennutzen, der Value to Customer. Und die Value to Customer Angebote werden komplexer. Das heißt, ich muss den Value to Customer besser verstehen, besser schaffen. Ein Extremfall für mich ist das extrem ultraviolette Lithografiesystem von ASML. Das ist ein, was ich ein Business-Ökosystem nenne. Da sind also die 2 entscheidenden Mitspieler Trumpf. Trumpf liefert den Laser. Der wiegt 17 Tonnen und hat 450.000 Komponenten. Und Zeiss liefert die ähnlich komplexe Optik. Und ASML macht dann das Endprodukt, was Milliarden kostet. Das sind so komplexe Produkte, die einmal ein einzelnes Unternehmen dieser Größenordnung nicht packen kann. Da müssen also mehrere in vertrauensvoller, dauerhafter Zusammenarbeit zusammenkommen. Und dann werden daraus Angebote entwickelt, die auch für den Kunden so komplex sind, dass ich genau verstehen muss, was ist der Wert dieser Angebote. Also Value und Pricing werden sehr viel komplexer. Das gilt für Endprodukte, das gilt für Business-to-Business-Produkte. Das zweite Thema ist, dass das Internet viel mehr Möglichkeiten zu differenziertem und sophisticated Pricing eröffnet. Wir haben in den letzten 20 Jahren mehr Pricing-Innovationen gesehen als in den 2000 Jahren vorher. Und da darf ich mal in der Tat 2000 Jahre zurückgehen. Sokrates hat gesagt, der Nutzen eines Produktes entsteht nicht aus dem Eigentum, sondern aus dem Gebrauch. Ich muss also ein Auto nicht besitzen. Ich muss es nur haben, wenn ich es brauche. Genauso bei einem E-Scooter. Wenn wir das schon alle seit Sokrates wissen, warum haben wir diese Erkenntnis dann immer noch nicht in der Breite umgesetzt? Und wenn, dann erst in den letzten wenigen Jahren? Weil es technisch nicht möglich war. Wenn Sie einen E-Scooter verkaufen, dann haben Sie eine Transaktion zu 1.000 Euro. Wenn Sie den minutenweise vermieten, dann haben Sie Tausende von Transaktionen zu Beträgen von 1, 2, 3 Euro. Das war vor dem Internet nicht machbar, weil die Transaktionskosten, das wäre überhaupt nicht darstellbar gewesen. Und auch das Internet ist in der Lage, Nachfrage und Angebot zusammenzubringen. Und da haben wir so viele neue Preismodelle, Freemium, wo ein Basisprodukt frei ist und für das Anspruchsvollere zahlt man, Pay-per-Use, Pay-as-you-go, Flat-Rate-Systeme etc. Und da spielt die eigentliche Musik des Pricing. Die Musik des Pricing spielt nicht in der Eindimensionalität, ob der Preis ein bisschen höher oder niedriger ist, sondern der spielt in der Komplexität, in mehrdimensionalen Preissystemen. Amazon Prime, die Bahncard, die wir ja entwickelt haben, ist auch ist der Übergang von einem eindimensionalen Preissystem, wo man nur den Preis für die Fahrkarte hat, zu einem zweidimensionalen, wo man den Preis für die Fahrkarte und den Preis für die Bahncard hat. Wie nutzen Sie bei Simon Kucher und Partner die neuen Zukunftschancen, die sich jetzt beispielsweise durch künstliche Intelligenz im Pricing ergeben? Wir haben bei Simon Kucher gerade 2 neue Divisions gegründet. Die eine heißt Elevate. Die beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz für das Pricing. Also Automatisierung, man kriegt ja aus dem Internet oder aus Scannersystemen
zeitgleich die Daten. Darauf baut man Dynamic Pricing auf, bei denen Preise sich im Zeitablauf ständig ändern. Und dann die zweite Division ist Engine, die das softwaremäßig umsetzt. Also das Thema künstliche Intelligenz und Pricing wird auch ganz große Bedeutung gewinnen. Das sind so einige Beispiele, was die Zukunft des Pricing angeht, die wirklich facettenreich ist. Danke, Professor Simon. Und jetzt? Eine neue Pricing-Strategie kann die Ertragskraft Ihres Unternehmens vervielfachen. Denn jede zusätzliche Einnahme in der sogenannten Topline, also beim Umsatz, bedeutet sofort in gleicher Höhe einen Zuwachs in der Bottomline, also beim Betriebsergebnis. Wenn Sie sich noch nicht eingehend mit Pricing als Erfolgsfaktor beschäftigt haben, ist es jetzt höchste Zeit. Denn irgendwann werden es Ihre Konkurrenten tun. Kaufen Sie die Bücher von Professor Simon oder, wenn es Ihnen möglich ist, engagieren Sie Simon Kucher und Partner. Unsere und meine Mission sind zukunftssichere Unternehmen, Bright Future Businesses. Wir bei der Future Management Group sind sicher, dass wenn ein Team ein klares gemeinsames Zukunftsbild hat und eine gemeinsame Zukunftsstrategie konsequent umsetzt, dass das direkt positive Auswirkungen auf den Umsatz und negative, also senkende Auswirkungen auf die Kosten hat. Es steigert also die Ertragskraft Ihres Unternehmens. Es klingt vielleicht etwas profan, aber die Qualität Ihrer Strategie müssen Sie letztlich an der Ertragskraft Ihres Unternehmens messen. Die Ertragskraft, die Sie mit Ihrer Strategie erreicht haben. Und zwar nicht kurzfristig gesehen, da können Gewinne sogar schädlich sein, sondern an der langfristig betrachteten Ertragskraft. Ertragskraft ist die Belohnung für geschaffenen Kundennutzen und für Wettbewerbsvorteile. Damit machen Sie Ihr Unternehmen sicherer. Das ist übrigens auch der Zweck unseres Future Strategy Programs, Ihr Unternehmen zukunftssicherer zu machen. Nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern möglichst schnell. Schauen Sie sich die Website an, die wir unten in der Beschreibung verlinkt haben. Sie finden dort auch Videos, in denen Teilnehmer berichten, wie sie vom Future Strategy Program profitiert haben. Die anderen Teile meines Interviews mit Professor Simon finden Sie unmittelbar nach und oder vor dieser Folge und auch in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche Ihnen eine glänzende Zukunft. Have a bright future.